Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zur zweiten Folge der fünften Staffel. Ich habe die Nacht hier am Flugzeug verbracht. Es war keine schöne Nacht. Ich wurde die ganze Zeit belagert. Wir sind auf jeden Fall immer noch hier. Und ich konnte die Nacht nicht schlafen, da ich keine Sticks holen konnte, da ich die ganze Nacht belagert wurde. Auf der Seite waren die ganze Zeit überall Gegner. Und dann bin ich auf die andere Seite drüber und hier waren auch die ganze Zeit Gegner. Deswegen konnte ich mich kein Stück wegbewegen. Ich würde sagen, wir brechen direkt auf, gehen rüber zur Bäreninsel und besorgen uns erstmal Sticks und alles. Und ansonsten würde ich sagen, wir suchen uns einen Platz für unser Zuhause. Jetzt überlege ich, ob es sich überhaupt lohnt. Nee, wir können eigentlich auch direkt hier zurück und in Richtung, ja, Base Location. Ich habe eigentlich einen Platz im Kopf, wo ich bauen will. Ist gar nicht wieder so ungefährlich, weil es wieder im Wald ist, aber mit dem Teich und allem sieht es einfach unnormal geil aus. Und ich würde sagen, genug gelabert. Let's go. Also der Platz, den ich im Kopf habe, ist ziemlich mittig der Map. Da habe ich auf jeden Fall vor hinzugehen, in der Nähe vom Sinkhole auf jeden Fall. Also da werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal hingehen. Das ist der Plan. Auf dem Weg nehmen wir so viele Hasen und alles mit, wie wir jetzt kriegen können. Und auch ansonsten Tiere, alles nehmen wir mit. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir treffen jetzt nicht wieder auf direkt so einen großen Schwarm an Gegnern, weil das ist auf jeden Fall heftig, heftig. Mit so vielen habe ich nicht direkt gerechnet. Oh shit, ich hätte es nicht sagen sollen, Leute. Oh, bleib doch so, wie du bist. Okay, okay. Getroffen. Oh shit. Nein, 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 nein. Oh. Ich muss erstmal auf jeden Fall lernen, mit dem Crafted Bow zu spielen. Ich habe immer nur mit dem modernen Bogen gespielt. Ich weiß nicht genau, wie ich hitten muss, damit ich auf Kopfhöhe gehe. Oh, der war schlecht. Der war eigentlich doch Kopf. Oh, beim modernen Bogen wäre das Headshot gewesen. Sie ist schon mal tot. Komm, 3, 4? Alter! Wie viele Pfeile der frisst. Guckt euch das mal an, wie durchlöchert er ist. Was? Holy shit. Na klar, Bruder. Okay, ich brauche auf jeden Fall Rüstung. Ich sollte auf jeden Fall so schnell wie möglich bald die nächsten Gegner. Da unten stehen auch schon wieder 3 Stück. Was ist denn los? Haben die den Hard Mode Survival irgendwie ein bisschen erhöht? Halleluja, wie viele Gegner hier rumrennen. Oh, Vogel. Da hinten sind auch schon wieder 2. Okay, ich sollte hier weg. Es ist auch richtig nebelig. Krass. So, Sticks habe ich schon wieder voll. Hier haben wir auch noch Marigold. Sehr gut. Wir können uns auf jeden Fall schon mal Medikamente herstellen. Und wir können uns auch jetzt, glaube ich, schon Energiemix herstellen. Warte mal, wie viele haben wir denn? Nur noch 1. Oh. Das ist nicht so gut. Das eine heben wir auf jeden Fall erstmal noch auf. Falls wir nämlich infected sind, brauchen wir auch wieder Aloe Vera. Deswegen will ich das nicht verschwenden. So. Sehr gut. Weiter geht's. Wo kommen denn die ganzen Dinger her? Überall Totenstatuen von denen. Totems. Oh mein Gott, da auch noch. Hier noch. Hier noch. Was geht ab? Hier ist auch noch einer. Die übertreiben ja mal richtig. Ich sehe das schon. Gleich steht ein Mutant neben mir. Am ersten Tag. Am ersten richtigen Tag. Ui, 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 ui. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich richtig bin. Die Gegner haben mich vollkommen rausgebracht. Oh, Brombeeren. Lecker. Mehr davon, bitte. Geil. Nein. Da ist das verletzte Reh wieder. Nein, Leute. Okay, ich muss höher gehen. Okay,
Ich hab's raus. Ein Stück höher, der Bogen fällt sehr schnell ab. Okay. Leute, alle, die die letzte Folge nicht geguckt haben, guckt euch die letzte Folge an. Oh mein Gott, wie krass. Wir haben das Reh gefunden und getötet. Nice. Abendbrot und Mittagessen ist auf jeden Fall schon mal sicher. Nein, wie geil. Ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade schon hier sind, können wir eigentlich mal einen ganz kurzen Abstecher ins Cave machen und uns die Modern Axe holen, ne? Wieso denn nicht eigentlich? Also, finde ich, ist eine gute Idee, doch. Doch, das machen wir auf jeden Fall. Wir brauchen eh alles. Fledermäuschen. Okay, lasst uns rein. Let's go. Hallo, ist irgendjemand da? Oh, ganz viele kleine Steine. Perfekt. Und hier haben wir die ersten Bros. Ich hoffe, ihr könnt richtig gut sehen. Headshot? Was? Headshot. Ja, mit dem Bogen habe ich es wirklich noch nicht so raus, Leute. Es tut mir leid, ich muss auf jeden Fall richtig hart erstmal üben. Boah, aber die verbrennen wir diesmal auf jeden Fall. Die Knochen brauche ich. Ich brauche eure Knochen zu 100%. Lasst uns mal kurz ein kleines Feuer machen, die verbrennen. Ich brauche die Knochenrüstung. Und dann können wir auf jeden Fall weiter und besorgen schnell die Modern Axe und alles, was sonst noch da unten in der Schatzgrube ist. Oh yes. Da sind die Knochen, die wir brauchen. Sehr gut. So, hier packen wir jetzt erstmal alle Knochen rein. 1, 2. Sehr gut, das haben wir auch schon mal. Und hiermit können wir uns doch auch nochmal ein bisschen Rüstung herstellen. Sehr, sehr geil. So. Okay, lasst uns runter. So. Wir sind unten angekommen. Perfekt. Dieses Seil ist auch so mega lang, ne? Unglaublich. Willkommen in der Schatzkammer. Yes. Medikamente, Stoff, Dynamit, Pfeile. Wir nehmen alles mit. Was haben wir hier noch? Farbe nehmen wir mit, Pinsel nehmen wir mit, Seile nehmen wir mit, Duct Tape, korrekt. So, noch mehr Duct Tape, die Modern Axe haben wir auch. Die packen wir doch auch direkt mal an den Rucksack dran. So, sehr geil. Da packen wir auch direkt noch Stoff dran und die zwei, ach, wir haben noch kein Baumharz. Das machen wir noch, kein Problem. Und ich würde sagen, da wir zwei haben, stellen wir uns doch auch schon mal eine Bombe her. So. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? So, hier ist doch noch ein bisschen was, was wir gebrauchen können. Okay, wir haben alles. Abgang. Fast wieder oben. Ich hab's geschafft. Wir haben auf jeden Fall Hunger und ich würde sagen, die Ruhe, die wir hier unten gerade haben, die nutzen wir auf jeden Fall aus. Das Feuer nutzen wir aus, bevor mein Fleisch wieder schlecht ist, nutze ich auf jeden Fall auch noch hier schön die Flammen aus und brate mir ein Stückchen. Warum nicht? Dann haben wir auf jeden Fall auch noch genug Power, falls wir wieder auf Mutanten treffen, um gegen die zu fighten. Nice. Lecker, lecker Fleisch. So, du kannst weiter brennen. Wir brechen auf. Kann ich das Seil eigentlich noch mitnehmen? Geld nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Alles, was man gebrauchen kann, wird eingesteckt. Es ist auf jeden Fall noch Tag. Oh, diese Fledermäuse immer, ne? Es ist auf jeden Fall noch Tag. Guten Tag. Oh. Zack, den ersten Hasen haben wir. Sehr geil und auch Essen für heute Abend. Noch mehr geht nicht. Hello, everybody here? Ne, es ist niemand hier. Okay, das ist doch auch mal nett. Seile können wir nicht mehr gebrauchen. Stoff können wir aber noch gebrauchen. Ah, der Pott.
Den Pott kann ich gebrauchen. Hier aufsprengen. Brauchen wir noch nicht. Lohnt sich eigentlich noch nicht wirklich. So, hier, das nehmen wir auf jeden Fall aber noch mit. So. Sehr, sehr gut. Okay, wir haben alles. Weiter. Ich liebe diesen Ausgang hier, wenn man aus dem Wald raus hier zur Yacht hinkommt. Sieht so unnormal geil jedes Mal aus. Hammerschön. So. Kassette und Foto. Am Start. So, Koffer machen wir auch noch kurz auf. Let's go. Ist ein Koffer. Oh, Schokoriegel, sehr gut. Ich würde sagen, ja doch, wir schwimmen mal kurz zur Yacht. Nur gib 8 auf den Hai. Mika, gib 8. Ah, wir sind da. Summer Edition Yacht. The Brand of 1984. Yes, yes, ja. Okay, da kann ich leider nicht ranzoomen. Klebeband ohne Ende. Noch ein Bild mehr. Schokoriegel, Taucherflaschen, Sauerstoffflaschen, aber es sind ja sozusagen Taucherflaschen. Der Rekorder ist auch am Start. Was haben wir hier noch? Ah, Muschi. So, da ich die Seite nicht brauche, wieder zurück. Alle hepp. Jetzt müsste eigentlich nur noch eine Schildkröte ankommen. Dann hätten wir auch schon noch einen Schildkrötenpanzer. Wäre eigentlich optimal. Oh, yes. Mann, Mann, Mann. Das ist aber echt freundlich von dir. Wirklich, wirklich. Stirb. 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 Ah. Sie ist tot. Arme Schildkröte. Ja, yeah. Koffer. Nummer 1. Nummer 2. Geht die Sonne schon wieder unter? Ja, sag mal, geht die Sonne eigentlich schon wieder unter? Ja, ich würde sagen, dadurch, dass die Sonne untergeht, habe ich mich ganz klar dazu entschieden, dass wir die Nacht oben am Heiligen Baum auf der Klippe verbringen. Ich werde jetzt hier einfach mal kurz oben schön die Hütte platzieren. Dann holen wir uns unten noch mal ein bisschen trinken und dann geht's wieder hoch für die Nacht. Ha, endlich angekommen. Endlich angekommen. So, wir bauen hier die Hütte. Wir bauen hier das Feuerchen. So. Und mehr brauche ich eigentlich auch noch nicht. Das bauen wir erstmal fertig. Einmal. Und zweimal. Okay. Let's go. Ah, die Steine lagen hier direkt. So, Steine haben wir schon mal. Auf zu den Sticks. Marigold. Schon wieder so nebelig. Allerdings sind wir mal alleine. Auch mal nett. Auch mal wirklich, wirklich nett von euch, Boys. Aber es ist schon wirklich wieder verdammt schnell dunkel. Es wird so schnell dunkel. Ah. Wasser haben wir am Start, würde ich mal sagen. Jetzt brauchen wir hier aber noch ein paar Sticks. So. So. Wir brauchen mehr. Gib mir mehr. Ich brauche viel, viel mehr. So, 10 Stück haben wir. Schnell nach oben. Ich kann nicht mehr. Und es ist auch schon dunkel. Mann, das ist aber auch eine ganz schön weite Strecke. Holy shit, ist es dunkel geworden. Habt ihr das gesehen? Also, was soll das denn hier? Habe ich hier irgendjemand erlaubt, seine hässlichen Dinger hier aufzustellen oder was? So, wir sind da. Als erstes die Hütte, danach das Feuer. So, sehr gut. Das haben wir fertig. Wir können die Nacht hier verbringen. Lasst uns doch nochmal was auf den Grill hauen hier. Lecker, lecker. Papa hat Hunger auf. Ja, Hase. Lecker Kaninchen. So, hier, die hätte ich aber eigentlich noch ganz gerne da drüber. Für das Restliche. Natürlich haben wir nicht genug, aber wartet mal. Wir haben doch hier gerade die Dinger kaputt gemacht. Jetzt sind die Sticks natürlich schon weg. Na klar, warum auch nicht.
Aber hier haben wir noch eins. Nein, 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 nein. Ach. Nee, ich gehe da nicht runter. So, Leute. Nee, wir lassen es so. Ein Stick fehlt. Tut mir leid. Liegt hier noch irgendwo einer rum? Wenn ja, dann haben wir Glück. Wenn nicht, dann haben wir Pech. So ist das Leben. Leute, falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare. Gebt mir doch bitte ein Däumchen nach oben. Werdet ein Teil der Community, um auch beim nächsten Video wieder mit dabei zu sein. Schaltet ein. Morgen kommt das nächste. Haut rein. Peace.